Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect. So, dann wollen wir mal weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und zwar wollen wir uns ja jetzt... Ich werde mit ihm Schluss machen. Es lief schon nicht gut, bevor er in den Einsatz geschickt wurde. Und wenn ich vorgebe, mich über die Videos zu freuen... Das ist weder ihm noch dir selbst gegenüber fair. Gerade mitten in diesem Kriegswahnsinn verdienst du es, glücklich zu sein. Und das bin ich nicht. Ich muss ehrlich zu ihm sein. Dann musst du es ihm sagen. Oha. Oha. Na gut, das geht ja hier schon mal ganz gut los. Aha. Schöne Panzerung. Wenn wir von Finanz-VIs auf Militärgerät umschwenken, verlieren wir Millionen. Wen interessiert denn das Geld? Haben Sie nicht die Neuigkeiten von Pelevin gehört? Dafür ist Ihre Armee zuständig. Niemand wird bis zur Citadel vordringen. Wir müssen mit der Herstellung von Militärtechnologie beginnen. Niemand braucht nach einem Sieg der Reaper noch Finanzsoftware. Der Markt für Militärgerät wirft kaum Profit ab. Wen würden Sie denn als Käufer vorschlagen? Den Rat, das Reich, vielleicht die Allianz. Selbst wenn wir jetzt nicht viel damit verdienen, wird man sich nach dem Krieg an uns erinnern. Wenn wir von Finanz-VIs auf Militärgerät umschwenken, verlieren wir Millionen. Ich habe Pelevin brennen sehen. Und dieses Feuer wird nicht so schnell verlöschen. Wenn Sie helfen können... Hören Sie, Cyrus. Wenn Sie Ihre Aktien verkaufen und sich absetzen wollen, bitte. Aber ich verkaufe keine Finanz-VIs, während meine Heimatwelt in Flammen steht. Okay, okay, lassen Sie mich nachdenken. Wir könnten die VIs zu modernen Zielerfassungslösungen umfunktionieren. Genau, den Großteil der Hardware könnten wir weiterverwenden. Die Finanz-VI hat mehr Rechenleistung, als wir dafür brauchen. Ja, ja, das müsste klappen. Wir rüsten die VI so um, dass sie für alle gängigen Waffen funktioniert. Waffennachrüstung ohne Neuerwerb eines Zielcomputers. Flexibilität und kurze Reaktionszeiten. Wir verdienen ein Vermögen. Ein kleines Vermögen. Wir verkaufen sie zum Selbstkostenpreis plus 3%. Na gut. Okay. So leicht geht das. So. Zur Zuflucht, meine ich. Tut mir leid, ich dachte, Sie sehen sich die Werbung an. Natürlich nicht. Die Zuflucht ist Betrug. Was? Oh, darauf können Sie wetten. Jemand verdient Geld mit der Angst der Leute. Ich wünschte, mir wäre das eingefallen. Na gut, Nahl? Stimmt, wir müssen jetzt zu Nahl hier hoch. Gehen wir mal zu Nahl hoch. Schnell, Hände auf den Rücken. Sie werden gleich hier sein. Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Creed, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya ihm Shepard bringt, stehen seine Leute unter ihrem Befehl. Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Kein guter Anfang für eine Freundschaft. Er kommt. Nehmen Sie die Hände auf den Rücken und tun Sie so, als hätte ich Sie verprügelt oder so. Sie sollten mich nicht hintergehen. Ruhe! Arya T'Loc ist mächtiger, als Creed dachte. Erst ihre Anweisungen unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das! Commander Shepard! Nur damit Sie's wissen, Ihr Kopf wird die Kühlerfigur meines Privatshuttles! Halten Sie Abstand, Creed, und erfüllen Sie Arias Bedingung? Absolut! Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen! Mit Ihnen habe ich nicht geredet, Grill? Was? Sie haben mein Wort! Feuer frei! Nicht ihn. Grill soll die Führung übernehmen. Er ist Arias Dealpartner. Ja! Ja! Ich bin Arias Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Arya nicht. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha. Gute Arbeit, Nahl. Danke für die Waffe. Jederzeit. Grill und ich sagen Arya, dass wir grünes Licht haben. Na gut. Terminusflotte. Ja.
wir machen uns hier jetzt gerade die Finger schmutzig, aber besser so, als wenn die Reaper gewinnen. Na gut, wir hatten doch hier hinten noch irgendwas, oder? Wollen wir mal kurz gucken. Nee. Da waren wir jetzt. Zwei war gar nichts mehr. Genau, jetzt wäre Liara dran auf der 3. Das heißt, wir müssen jetzt da hinten runterlaufen. General, ah ja, den müssen wir noch überzeugen. Komm. Commander Shepard. General Uraka, wir kennen uns aus Koras Nest. Ich glaube, es ging Ihnen nicht besonders. Besoffen, vor meiner Pensionierung. Ich bin jetzt trocken und wieder im Dienst. Sie sollen gegen die Blue Suns vorgehen. Ich muss meinen Teil für die Citadel tun. Die Blue Suns überfallen Waffenlieferungen an C-Sicherheit. Ich werde das beenden. Diese Söldner gefährden die Verteidigung der Citadel, falls der Krieg bis hierher kommt. Wenn der Krieg hierher kommt. Es gibt auch andere Quellen für Waffen, General. Hab ich alles versucht. Es gibt einen Schwarzmarkthändler auf der Citadel, aber der verkauft seine besten Waffen nicht. Die Reaper vernichten alles auf ihrem Weg und ich kann sie nicht aufhalten. Aber ich kann die Blue Suns aufhalten. Mal sehen, was ich für Sie tun kann. Freut mich, dass Sie helfen. Falls es nicht klappt, habe ich schon einen Aktionsplan. Wir müssen Jake in den Hort gehen. Okay, das heißt, wir brauchen Waffen für ihn. Na? Möchte sich hier keiner unterhalten? Alle so still? Noch bei der Arbeit? Eins führt zum anderen. Dabei wollte ich eigentlich ein wenig die Aussicht genießen. Beim letzten Mal war das Präsidium nach dem Angriff der Sovereign ein Schutthaufen. Ich habe das Präsidium kaum gesehen, bevor es halb zerstört war. Und nach dem Aufbau war schon wieder Zeit für die nächste Invasion. Die Citadel hat diesen Krieg noch nicht erlebt. Wir sollten das Wichtigste einlagern, solange wir können. Zum Beispiel? E-Zero, schwere Waffen, Söldnertrupps. Wir schaffen das schon. Gönnen Sie sich auch mal etwas Ruhe. Ich weiß, aber es gibt immer Aufgaben oder Besprechungen. Ach übrigens, reden Sie mit dem Volus, Bala Von. Er kennt Söldner, die sich uns anschließen würden. Okay, mit dem Söldner, also mit dem Volus, ja, okay. Söldner, das hört sich gut an. Und dem müssen wir Waffen besorgen. Edi? Hallo, Shepard. Sieht aus, als würden Sie Daten sammeln. Diese Annahme ist korrekt. Etwas Weltbewegendes? Die Unmenschlichkeit des Menschen? Ob es eine objektive Realität gibt? Was in der Art? Ich spiele Szenarien durch, um Jeffs Verhalten zu verstehen. Ich glaube, dass er starke Gefühle für mich hegt. Aber er hat noch mit niemandem darüber gesprochen. Shepard, Sie haben sexuelle Erfahrungen aus erster Hand. Woher wissen Sie, wenn jemand emotional engagiert ist? Das zeigt sich an verschiedenen Dingen. Man muss ständig an die andere Person denken. Man bittet sie um Treffen, macht Geschenke, hört eine bestimmte Musik. Ich brauche aber nur Hardware- und Software-Upgrades. Und für meine Kernprogrammierung ist Musik völlig bedeutungslos. Vielleicht sollten wir besprechen, wie wir Jeff zu einer emotionalen Bindung bringen. So macht man das nicht. Es muss natürlich ablaufen. Die Chemie muss stimmen. Verstehe. Es gibt zahlreiche Stoffe, die ich injizieren könnte, um die gewünschte Emotion zu erzeugen. Nein, Sie sollten ganz entspannt etwas tun, was Sie beide mögen. Etwas Einfaches. Humor zum Beispiel. Korrekt. Ich werde mich informieren, ob es irgendwo auf der Citadel Comedy-Shows gibt. Scanne. Meinen Sie, er würde der Mann, der sich aufhängte, mögen? Es geht um einen liebeskranken Schönheitschirurgen.
Edie, wichtig ist, dass man Spaß hat, egal was man macht. Und wenn Sie Spaß daran haben, hat er ihn wahrscheinlich auch. Dann ist das Resultat eine Unbekannte. Aber Sie meinen, ich sollte es trotzdem versuchen. Niemand hat sich je verliebt, ohne ein wenig Mut zu beweisen. Verstehe. Ich denke, meine Chancen haben sich ihretwegen verbessert, Shepard. Danke. Bitte. Bitte. Willkommen bei Custer Fabrication Waffen. So, was haben wir denn hier? Pistolenmagazin Upgrade 2. Nahkampf, Durchschlag, Stabilisator, Sturmgewehr Magazin Upgrade 2. Ja. Alle Produkte sind herabgesetzt. Bei uns gibt es Kriegsrabatt. Das werde ich mal mitnehmen. Reservemagazin. Komm, wir nehmen jetzt mal das Kodiak-Modell mit. Das haben wir ja schon gesehen gehabt. So, dann wollen wir nochmal mit Joker reden. Hey Commander, sehen Sie mal. Schlagzeile, neuer Blastor-Film bricht am Startwochenende Rekorde. Dann gibt's noch Artikel über Quasar-Turniere. Tipps, wie man seine Wohnung größer erscheinen lässt. Und... ach ja, eine fette Reaper-Invasion. Die haben keine Ahnung. Wenn's um die Galaxie geht, halten sich die Leute an das, was sie kennen. Als ob das was Gutes wäre. Besser als Aufstände auf den Straßen. Mag schon sein, aber gibt's denn keinen Mittelweg? Etwas weniger Gartenpflege und mehr Kriegsvorbereitung. Kommt schon noch, sobald die Leute aktiv helfen können. Und bis dahin ignorieren Sie die unabhängige KI auf dem Präsidium. Hat sie Ärger gehabt? Nein, sie ist mein Mobilitäts-Mac. Dank des Wrolik-Syndroms darf ich sie offiziell überall mit hinnehmen. Endlich bringt mir der Behindertenausweis mal was. Sie ist sicher auch froh, mal ein bisschen was zu sehen. Oh, sie hat sich den Landgang verdient. Ne, das ist doch schön. Gut. Wir können mit Joker gar nicht mehr reden, aber noch mit Edie reden. Ich habe bemerkt, dass auf der Citadel häufig öffentlich Zuneigung bekundet wird. Das Vorkommen ist unproportional hoch. Jeder kann morgen schon tot sein, Edie. Zueinander zu finden gehört zu den wenigen Dingen, die noch möglich sind. Ich frage mich, ob die Kroganer das auch so empfinden. Die Torianer werden das Problem lösen, bevor wir uns darüber Sorgen machen müssen. Wie auch immer. Möchten Sie denn etwas kaufen? Ja, ja, natürlich. Für unsere Truppen tue ich alles. Okay, für die Truppen tut sie alles. Sportartikel. Aha, okay, da haben wir dann schon mal wieder eine neue Pistole. Kollektorenpanzerung. Modell der Citadel. Das muss ja wenigstens drin sein. Pistolen-Schädel- Traumasystem, Pistolen-Kraftverstärker und MP-Kraftverstärker. Okay. Ah. Nee, lassen wir erstmal noch. Das Astra-Sportartikel. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber Ihr Geschäftsführer hat gesagt, ich bekomme von Ihnen eine Rückerstattung, wenn ich einen Termin mache. Sie stehen nicht auf meiner Terminliste und Sie haben keinen Rechnungsbeleg. Außerdem glaube ich nicht, dass wir dieses Modell überhaupt noch führen. Hören Sie, ich brauche kein neues Modell oder einen Gutschein oder sonst was. Ich will nur mein Geld zurück. Ohne einen Kaufbeleg in irgendeiner Form kann ich nichts machen. Ich könnte das Garantieheft aus meinem Wagen holen. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber Ihr Geschäftsführer hat gesagt, ich bekomme von Ihnen eine Rückerstattung, wenn ich einen Termin mache. Hören Sie, er wird nicht weggehen. Je früher Sie ihm die Rückerstattung geben, desto früher können Sie nach Hause. Ja, Sie haben recht. Bringen wir es hinter uns. Hier, ich habe Ihnen eine volle Rückerstattung geschickt. Wirklich? Ja. Meinen Sie das ernst? Natürlich. Eine volle Rückerstattung? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Die kompletten 15 Credits. Oh, wow. Hey, danke. Es ging um 15 Credits. Willkommen bei Ego-Munition. So, Eiger-Munition, Schrotflinte, Venom, Pistolen, Zielfernrohr. Stets am Ankauf neuer Technologien interessiert. Aha, ein Visier.
Hochgeschwindigkeitslauf für die MP. Ultraleicht für Sturm. Nee, da bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Gut, gehen wir erstmal hier rein. Oh, Präzisionsgewehr, die kenne ich auch nicht. Oh, es gibt so viele schöne Sachen, die man mal sich kaufen möchte und gucken möchte, dass man sie sich denn holen möchte. Und oh, ich hoffe, wir kriegen noch genug Geld zusammen. Ich kaufe jetzt aber keine weitere Waffe. Ich möchte gerne wieder die Dragon Age Panzerung haben. Dementsprechend, ja. Hören Sie, ich will keinen Ärger. Ich habe einen Gewerbeschein und meine Waffen sind alle legal. Das sind nur leichte Waffen. Wo haben Sie Ihre Spitzenware? Scheiße, Sie arbeiten auch für C-Sicherheit? Mich hat deshalb schon der alte Turianer genervt. Ich habe wirklich bessere Ware, aber die ist unverkäuflich. Wenn die Reaper die Galaxie erstmal zerlegt haben, sind Credits wertlos. Was genau wollen Sie mir sagen? Was auch geschieht, es wird Überlebende geben und Chaos. Und dann wird alles über Tauschgeschäfte abgewickelt. Darauf bereite ich mich vor. Meine beste Ware gibt's nur für Gebrauchsgüter und echte Artefakte. Also, wie komme ich an Ihre Schätze ran? Der Turianer hat mit Credits rumgewedelt und dann draufgespuckt. Sie sind flexibel, das gefällt mir. Wenn Sie beim Retten der Galaxie was Seltenes finden, bringen Sie es mir. Und ich teile dann meine Topware mit C-Sicherheit. Kein Thema. Ansonsten gibt's bei mir nur diese Waffen. Okay, wir sollen in der Galaxie was finden, was ihm denn zum Tausch bewegt. Na gut, das heißt, hier haben wir jetzt soweit alle durch. Außenposten 5? Achso, wir waren bei der C-Sicherheit noch gar nicht. Wo ist denn die C? Ach, hier. Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris in ihrer Zelle. Sie können über diese Konsole mit ihr sprechen. Danke, wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Wer spioniert da jetzt wieder? Ah, ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiter bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Blödsinn. Sie haben keine Wahl. Und wenn ich draußen bin, rollen Köpfe. Oh ja. Sie haben viele meiner Leute getötet. Das habe ich nicht vergessen. Das Leben geht weiter. Natürlich. Sobald meine Feinde alle tot sind. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen sie mit mir verhandeln, weil ich die Macht habe. Ach, wirklich? Ja, mein Stellvertreter Sane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Sie ist eine Bedrohung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. Ja, sie ist keine Option. Also ganz ehrlich, sie wird ja gegen uns selber noch vorgehen. All ihre Feinde. Die wird nicht auf irgendjemand anders losgehen als auf unsere eigenen Leute. Gut. Achso, wir müssen ja noch zu... Müssen wir nochmal zu wohnen? Stimmt, weil wir ja mit Liara geredet hatten. Aber der hatte... Nee, der hatte doch noch gar nichts. Na gut, dann müssen wir gleich nochmal zu Arya gehen. Das hat ja nicht so ganz geklappt. Aber er wollte ja jetzt nichts von uns, ne? Commander Shepard. Lange nicht gesehen. Bala Von, falls Sie es vergessen haben. Finanzberater. Und ein Bekannter von Admiral Anderson. Ich bewundere seinen Mut, auf Ihrer Heimatwelt den Kampf aufzunehmen. Sie waren ein Agent des Shadow Broker. Das bin ich noch immer. Der Broker hat in letzter Zeit viel zu tun.
Ein Team seiner Wachen ist in einem von Reapern kontrollierten Gebiet gestrandet. Wenn sie sie retten, gehören sie ihnen. Der Shadow Broker unterstützt ihr Vorgehen gegen die Reaper. Vielen Dank für die Information. Sie sollten die Sache nur bald in Angriff nehmen. Die Reaper rücken viel zu schnell vor. Kommen Sie nach der Exfiltration zu mir. Ich bin noch eine Weile in meinem Büro. Der galaktische Markt ist ziemlich bewegt. Ja, das ist er. Ziemlich bewegt. So. Hier hatten wir schon reingeguckt, ne? Da hatten wir noch die Fische und hier hatten wir auch reingeguckt. Ja, genau. Da hatten wir auch schon reingeguckt, aber wie gesagt, das Geld. Ich brauche das Geld. So, jetzt können wir mal kurz gucken. Logbuch. Ey. Okay, Blue Suns. Wir haben ein bisschen viele Questen auf einmal gekriegt. Ich werde trotzdem noch mal kurz mit Aria reden wollen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal noch mal zur Bar. Und bevor wir hier von der Citadel wieder abhauen. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. Ich hasse diesen Job als Wachmann. Betrinken oder tanzen. Und reden kurz mal mit Aria. Habt ihr einen Deal? Wo sind die Fische? Wer kommt denn da? Was schwebt Ihnen vor, Shepard? Wie soll ich Bailey dazu überreden, dass er Jonas Sedaris freilässt? Ich habe mich an den Rat gewandt. Bailey widersetzt sich einem direkten Befehl. Reden Sie mit ihm. Unter Pfadfindern mit Befehlskette und dem ganzen Mist. Abendessen, schmutzige Worte, was immer funktioniert. Okay. Wir reden später. Ganz sicher. Das heißt, Eclipse kriegen wir nicht hin. Mal nochmal mit Commander Bailey reden. Na, wir haben halt momentan nicht so die Connection gerade, ne? Wir könnten aber auch noch Dr. Brainsons Labor. Da so wollte ich ja sowieso nochmal hin. Ich will, dass Sie das mit allen bekannten Orten abgleichen und die Karte aktualisieren. Und holen Sie dann von den Einsatzteams aktuelle Berichte ein. Jawohl, Sir. Commander Shepard, wir haben Sie erwartet. Moment bitte. Und Hadley, stellen Sie uns die Leviathan-Daten zusammen. Verzeihen Sie, Commander. Der Rest meines Teams verfolgt gerade diverse Spuren. Ich bin Dr. Garrett Bryson. Und das hier ist die Einsatztruppe Aurora. Wie lautet Ihr Auftrag? Wir untersuchen Legenden, Gerüchte, alte Geschichten über die Reaper, noch bevor irgendjemand von ihnen wusste. Das ist interessant, aber bezweifelt heute noch jemand die Existenz der Reaper? Die Allianz braucht unbedingt Informationen über die Motive der Reaper, ihre Taktik, alles, was uns einen Vorteil verschaffen kann. Und wie sind Sie hier als Leiter gelandet? Wenn der Rest der Galaxie sagt, dass etwas nicht existiert, ist das für mich ein Anlass, das Gegenteil zu beweisen. Es geht Ihnen also um die Herausforderung. Um die Wahrheit. Noch 2148 hielt die Menschheit Aliens für einen Mythos. Da war ich schon geboren. Sobald der Mythos bewiesene Realität war, änderte sich unsere gesamte Geschichte. Die Reaper waren auch Teil dieser Realität. Und auch Sie haben eine Geschichte, Commander. Wenn wir Sie kennen, kommt vielleicht eine Schwäche ans Licht. Ich hätte Ihre Hilfe vor 3 Jahren brauchen können. Ja, hätte man auf Ihren Proteaner-Sender gehört,
wären wir jetzt vielleicht nicht im Krieg. Aber jetzt, mit unseren neuen Informationen, nähern wir uns einem Durchbruch. Hadley, haben Sie die Daten? Nein. Hier ist Commander Shepard. Ich brauche C-Sicherheit. Sofort! Sie sollten nicht hier sein. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Laut Transitdaten lautet sein Name Derek Hadley. Er hat einige Monate hier gearbeitet. Shepard, ich habe einen C-Sicherheit-Alarm von hier registriert. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Aber ich könnte hier Ihre Hilfe gebrauchen, Edie. Gehen Sie die Unterlagen durch. Ich muss wissen, was diese Einsatztruppe vorhatte. Sofort. Was? Ich? Was ist hier los? Sagen Sie es mir. Ich stellte Daten zusammen, als sie kamen. Und dann, es war dunkel. Kalt. Als wäre ich woanders. Und dann? Ich weiß nicht. Eine Waffe in meiner Hand? Dr. Bryson. Es gab ein lautes Geräusch. Sie haben ihn erschossen. Nein, hab ich nicht. Ich war's nicht. Sie müssen mir glauben. Also hat jemand anderes abgedrückt? Aber ich würde das niemals tun. Commander, das erinnert an Berichte von Indoktrination. Indoktrination? Ich? Was ist mit diesem Leviathan, den Bryson erwähnte? Wie passt das ins Bild? Das ist eine Art Kreatur. Unsere Einsatzteams waren ihm auf der Spur. Das Artefakt kam von unserem Forscher, Garneau. Zusammen mit einem Audiolog, falls sie... Ah! Was ist los? Zurück! Wovon reden Sie? Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Verdammt! Bringen Sie ihn in die Klinik. Vielleicht können die uns sagen, was mit ihm los ist. Jawohl, Sir! Commander, das sollten Sie sich ansehen. Eine Nachricht von Dr. Bryson an Admiral Hackett. Dr. Bryson, gibt's Neuigkeiten? Admiral, der Leviathan von Dis, den wir untersucht haben. Wir sind da wohl auf was gestoßen. Kurzfassung bitte. Vor 20 Jahren entdeckten die Batarianer einen Reaper, der in der Schlacht gefallen war. Sie vertuschten das Ganze und leugneten seine Existenz. Aber mich fasziniert die Schlussfolgerung daraus. Was hätte diesen Reaper überhaupt töten können? Genau, das ist der echte Leviathan. Das könnte sich lohnen. Machen Sie weiter und halten Sie mich auf dem Laufenden. Es gibt noch eine Nachricht, ein paar Wochen später. Admiral, die Reaper sind hinter meinen Einsatzteams her, als würden sie Leviathan selbst jagen. Was es auch ist, ich halte Leviathan für einen veritablen Reaper-Killer, quasi den Spitzenprädator. Und das macht sie nervös. Wenn wir ihn fänden, würde das den Krieg verändern. Ich ersuche offiziell um Unterstützung bei der Suche. Bekommen Sie. Die Sache hat oberste Priorität, Doktor. Finden Sie das Ding. Anscheinend waren wir diese Unterstützung. Alles, was einen Reaper töten kann, würde jede Menge Kollateralschäden anrichten. Aber angesichts des Konflikts halte ich das Sprichwort "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" durchaus für relevant. Aber das erfahren wir nur, wenn wir ihn finden. Brysons Assistent sagte, sie hätten kürzlich ein Log von ihrem Forscher erhalten. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr. Das muss das Artefakt sein, das der Assistent erwähnte. Und hier ist das Log. Dr. Bryson, hier Garneau. Ich schicke Ihnen ein Artefakt. So ziemlich das Einzige, was ich hier gefunden habe. Es mag falsch sein, aber ich könnte schwören, dass Leviathan hier vorbeigekommen ist. Ich werde ein bisschen rechnen und den Rest der Reisespesen verprassen. Vielleicht kann ich die Bewegungen unseres Reaper-Killers vorhersagen. Ich melde mich vom nächsten Einsatzort. Garneau scheint unsere beste Spur zu Leviathan zu sein, aber er gibt kein Ziel an. Dann konzentrieren wir uns auf das, was er sagt. Er wollte Leviathans Weg extrapolieren. Und er wollte rechnen. Es war kein Blindflug. Er hatte Daten.
Jede Menge Daten sogar, wenn man sich dieses Büro ansieht. Also, wie schränken wir es ein? Bryson und seine Kollegen haben zweifellos ein Galaxiekartensuchprogramm bei ihrer Jagd nach Leviathan benutzt. Damit finden wir vielleicht Garno. Okay. Sagt uns das hier, wohin Garno gegangen ist? Nein, aber vielleicht können wir das Ziel eingrenzen, wenn wir Hinweise finden, die er bei seiner Suche nach Leviathan benutzt hat. Labor nach Hinweisen durchsuchen. Ein lebender Husk. Okay. Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Genau wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Garno folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Füge den Suchfilter hinzu. Die Ergebnisse werden in dem Galaxiekartenprogramm angezeigt. Mhm. Verbrechen mit Blackout? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Jetzt. Haben wir hier noch mehr? Okay, Waffen-Upgrade erhalten. Cool. Noch ein Waffen-Upgrade. Sehr schön. Die Sovereign. Vorhut unserer Vernichtung. Na, wie läuft's denn so für dich? Ich hoffe, die ist gut eingedämmt. Tintenklecks. Aber hier. Von Anne Bryson. 9 Jahre alt. Das scheint derzeit nicht relevant zu sein. 7. März 2186. Ich untersuche die Rachni. Ihre Bewegungen bei den Rachni-Kriegen deuten auf Alien-Einfluss hin. Aber das Timing stimmt nicht. Und Rachni hatten keine Reaper-Tech implantiert. Hat Leviathan die Rachni auf einen Kampf gegen die Reaper vorbereitet? Was denken Sie, Edie? Brysons Team will möglicherweise mit alten Flottenbewegungen der Rachni Leviathan finden. Wenn wir Daten über die früheren Bewegungen von Rachni-Schiffen finden, grenzt das unsere Suche vielleicht ein. Das scheinen Sichtungen von Schiffen zu sein, die zu Rachni-Signaturen passen. Können Sie das mit den Orten der Sichtungen vergleichen? Füge diesen Suchfilter der Galaxiekarte hinzu. Okay. Gucken wir uns aber trotzdem noch weiter um. Vielleicht ein Meteoritenfragment? Für ihn war das Objekt wichtig. Wir sollten eine Probe näher untersuchen. Meteoritenprobe mit Spuren von Element Zero. Braucht Leviathan E-Zero? Es wird zwar beim ULG-Flug nicht verbraucht wie Treibstoff, aber nach mehreren Jahrhunderten aktiver Benutzung zerfällt es. Wenn Leviathan alt genug ist, muss er seine Vorräte auffüllen. Okay. Können Sie einen Suchfilter für Orte mit Element Zero setzen? Füge den Suchfilter jetzt hinzu. Der Torianer, 17. August 2185. Der Torianer, eine auf Pheros entdeckte Lebensform, ermöglicht faszinierende Einblicke in den Lebenszyklus einer wahrhaft fremdartigen Spezies. Im Gegensatz zu gewöhnlichen intelligenten Leben nutzt er keine Massenportale. Er dürfte somit keinerlei Interesse an proteanischen Artefakten haben. Commander Shepard behauptet, Reaper-Feinde hätten von Reapern kontrollierte Technologie genutzt, um das Leben so zu züchten, dass es sich in vorhersehbaren Bahnen entwickelt. Der Torianer bildet eine Ausnahme von dieser Regel. Er hat sich so entwickelt, dass er organische Hilfsmittel anstelle konventioneller Technologie nutzt.
Leviathan muss ihnen in gewisser Weise ähnlich sein. Wenn er es geschafft hat, so lange unentdeckt zu überleben. Der Torianer hat Schmerzkoordinierung eingesetzt, um seine Opfer zu kontrollieren und sie für ihn körperliche Arbeiten zu nutzen. Beinahe so, wie ein Mensch seine Hände und Finger nutzen würde. Commander Shepard behauptet, die Reaper würden dasselbe mit Hilfe eines anderen Prozesses namens Indoktrination tun. Leviathan, was auch immer er sein mag, muss eine ähnliche Methode benutzen. Okay. Bryson hat unerklärte Kreaturensichtungen untersucht. Die Fotos weisen chemische Rückstände auf. Vielleicht sieht man unter einer anderen Lichtquelle etwas. Bryson hat nicht bloß Sichtungen verfolgt. Er hat versucht, einen Kurs zu extrapolieren. Und Garnot könnte diesem Kurs gefolgt sein. Edie, können Sie einen Suchfilter für Systeme entlang dieses angenommenen Weges setzen? Füge jetzt hinzu. Okay. Gut, wir können hier noch einmal nach oben gehen. Dann wollen wir doch noch mal oben gucken. Mal mit allen Hinweisen ran. Von Anne Bryson. 9 Jahre alt. Das scheint derzeit nicht relevant zu sein. Dr. Bryson, ich stelle Einsatztruppe Aurora wie angeordnet wegen des abgefangenen batarianischen Funkverkehrs über den Leviathan von Dis frei. Commander, das Schlachtschiff ist unter Kontrolle. Aber die Salarianer könnten Überwachungsaufnahmen haben. Unser Botschafter wird die Sache komplett leugnen. Geben Sie mir Ihre ersten Analyseergebnisse. Mehrere Millionen Jahre alt mindestens. Und die Technologie stellt alles in den Schatten, was im Rat sitzt. Ausgezeichnet. Unsere Wissenschaftler werden Tag und Nacht arbeiten, um seine Geheimnisse für die Hegemonie nutzbar zu machen. Eine Sache nur, Commander. Von dem echten Leviathan von Dis, dem Ding, das dieses Schiff vernichtet hat, fehlt immer noch jede Spur. Unwichtig. Das Schiff hat Priorität. Und was den Rest der Galaxie betrifft, es gibt keinen Leviathan von Dis. Hat es nie gegeben. Interessant. Na gut. Sonst haben wir jetzt hier auch nichts mehr. Achso, wir können hier gar nicht so durch. Doch, hier haben wir noch was. Das scheinen verschlüsselte Daten über die Aktivität der Reaper-Flotte zu sein. Halten Sie das für relevant? Möglich. Aber das lässt sich ohne mehr Daten nicht sagen. Und ohne den Codeschlüssel. Sir, hier ist Bryson. Wir wissen, dass die Reaper hinter Leviathan her sind. Das Studium ihrer Jagdmuster könnte uns weiterhelfen. Diese Daten sind streng geheim, Dr. Bryson. Wenn sie in die falschen Hände geraten, werden sie nicht. Sie sind verschlüsselt. Und der Schlüssel ist sicher. In der Nähe meines Herzens. In der Nähe seines Herzens? Was bedeutet das? In der Nähe seines Herzens. Von Anne Bryson. 9 Jahre alt. Laut Daten ist Anne heute 28 und arbeitet für die Allianz. Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt. Was ist näher als die Familie? Interessante Hypothese, aber ich entdecke keine Hinweise auf den Codeschlüssel in dieser Kunst. Hier oben hatten wir noch ein Bild. Noch ein Kunstwerk aus Anne Brysons Kindheit. Moment mal. Sieh sich das eine an. Ich kann aus diesen Zahlen einen Codeschlüssel erstellen. Okay, dann zurück zu dem Datenpad, das wir vorhin gefunden haben. Dann schauen wir doch mal. Entschlüsselung abgeschlossen. Analysiere Daten. Die Bewegungen passen nicht zu ihrem Standard-Invasionsmuster. Die Reaper suchen etwas. Und ich wette, damit hat Garno gearbeitet. Können Sie einen Suchfilter erstellen? Wird gerade erledigt. Okay, jetzt haben wir aber ordentlich viel gefunden. Gut, machen wir aber erstmal an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.